Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pine. Heute wieder, ja, back in alter Frische. Heute geht's ja in die Pollenpasshöhle und ich glaube, das ist die hier, oder? Oh Gott, das kann ja noch lustig werden. Okay, nehmen hier direkt wieder eine Fackel mit. Oh Leute, Alter, was machen wir hier? Warte mal, hier unten muss aber eine Fackel hin. Okay, wieso geht das Tor nicht hoch? Hab ich die jetzt vertauscht? Oh, okay, jetzt ist es aufgegangen. Alter, zack. Oh Gott, Alter, ich dachte schon, ich werde jetzt ein Horrorspiel. Oh shit. Alter, was bist du denn? Alter, Mammut, Junge. Scheiße, ey. Ja, ihr habt ein freundliches, Digga. Okay, ich muss jetzt den verlassenen Wachturm irgendwie finden und dann durchsuchen. Okay, der ist aber noch sehr viel weiter oben. Weiß nicht, ob wir hier durch können. Okay, hier hinten geht's raus. Ich glaube, wir gehen mal hier raus. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Okay, das hier ist schon mal der Wachturm. Oh, oh. Du wolltest wieder... Wieder so ein komischer Harald, Alter. Oh, lol. Okay, vielleicht ist es besser, wenn wir uns nicht mit dem anlegen. Oh, shit. Okay, wie können wir das Ganze untersuchen hier? Wir müssen ja hier irgendwie hochkommen. Oh, man kann doch Fallschaden bekommen. Aber man muss sehr, von sehr hoch runterspringen. Bin ich denn jetzt hier gelandet, Alter? Ah, hier unten ist er wieder. Hi. Ich hab was für dich. Digga, wir müssen dem 5 in diesen komischen Kugeln bringen und der Wachturm. Okay, ich laufe jetzt nochmal dorthin. Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, warte, da oben sind Dings. Ups. Da oben sind so Zielscheiben. Oh, lol. Die Frage ist halt, wie komme ich hier hoch? Ja, ich kann ja nicht auf Bäume klettern. Ah, da geht der innen hoch. Oh, lol, bin ich lost. Aber wir gehen raus, oder? Naja. Alter, jetzt über vier Teile hier irgendwie. Okay, haben wir alles genommen? Was machen wir jetzt? Weiter nach oben, oder? Okay, jetzt hier raus. Ey, ich bin stuck. Hilfe. Boah, lol. Boah, Alter, wie viel das hier rumliegt. Keile. Nice. Oh mein Gott, ein Bogen. Egal, langsam sind wir halt richtig an der Neandertaler. Lol. Ich einfach durchgeglitscht habe. Ey, lass mich runter. Oh, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Alter, guck mal, wie weit ist wir müssen. Irgendwo in diese Richtung. Sehen wir jetzt den Marker? Da hinten, Alter. Let's go. Ja, ich laufe jetzt mal dorthin, Digga. Oh ne, Pollenfelder. Juhu. Oh, da oben ist eine Kugel. Oh shit. Ist da ein Lager von denen? Hallo? Oh fuck. Oh Gott, die sind nicht freundlich. Alter, habe ich so eine ganze Bande hinter mir hier. Geil. Ah, da oben ist hier so ein komischer Spucktyp. Haha. Ist mit dem, Alter. Alter, hab ich schon mal gesehen, wie lowlife ich bin? Was kann ich denn dagegen tun? Muss ich da essen? Ich habe gar nichts zu essen. Jetzt müssen wir schon mal hier runter, aber das werde ich ja wahrscheinlich nicht überleben. Okay, wieso ist das hier zum Teil so modern? Oh ne, da unten ist schon wieder so ein komischer Dude. Müssen wir überhaupt hier sein? Ja, actually ja. Wir müssen hier runter. Hier, glaube ich. Wie komme ich denn hier rein? Bin wahrscheinlich auf kurze oder lange Sicht ein großes Problem mit den Leuten hier. Ich bin eigentlich genau da. Oh lol. Im Wasser bekommt man aber keinen Fall Schaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh scheiße. Oh nee, sag jetzt nicht, die kommen alle. Ja klar kommen die. Scheiße. Nee, Alter, was muss ich denn machen? Da vorne ist auch noch einer. Was muss ich hier überhaupt finden? Ich hätte vielleicht die Sachen doch durchlesen sollen, die er mir gesagt hat. Alter, wie laut es die aber auch sind. Ja, jetzt bin ich glaube ich im Arsch, ne? Die sind auch safe schneller als ich. Oh, oh. Schnell weg. Alter, oh, da unten sind die auch am Fighten. Aber was ist das für ein Ding? Alter, wieso muss man denn hier so weit laufen? Ja, Leute, ich laufe jetzt mal noch zu dem anderen Ding und suche auf dem Weg so ein bisschen nach Essen und so. Alter, wir müssen bis nach hinter diesen Berg. Oh, da ist aber eine riesige Brücke, Alter. Guck mal. Was ist das hier eigentlich? Oh, lol. Ich glaube, es sind auch mal ein bisschen andere Biester. Ich glaube, ich gehe besser weg, sonst bin ich gleich ein toter Mann. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das schon als Folge reicht. Weil ich bin jetzt so bei der Rohaufnahme relativ weit. Wie ich eigentlich bei den anderen jetzt auch immer war. Allerdings weiß ich nicht, ob es jetzt so... Oh Gott, das heißt wieder so ein komischer... Oh nee, das hier ist ein lebender Axolotl.
ein lebender Axolotl, alles klar, Digga. Bist du für ein Biest? Oh, lol. Digga, das hat mich einfach ausgenockt. Okay, aber das ist vielleicht trotzdem gerade der gute Zeitpunkt. Wir respawnen kurz, beziehungsweise wir gucken kurz, wo wir respawnen. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Okay, ich bin tatsächlich relativ in der Nähe, wo ich gestorben bin, respawned. Ihr seht ja hier die Brücke. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist für diese Folge. Pein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Daumen da. Und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.